Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei LS 2013 und einer weiteren Mod-Vorstellung. Ja, wir testen hier diesen Bergmann HDW 65 in der Sattelversion. Also, den gibt es ja original auch schon und das hier ist die Sattelversion. Sprich, man kann den an einen LKW anhängen oder mit dem Dolly rumfahren. So, da ich meinen Test mit einem LKW nicht fälschen will, habe ich den Dolly genommen. Das sind die Standardfahrzeuge. Damit sollten dann keine Fehler auftreten. Ja, wir schauen ihn von außen an. Sieht ja gleich aus wie die Originalversion. Ich kann ja mal die Originalversion reinholen. Hier sehen wir im Shop. Hier hat ja die Kategorie nicht angegeben. Das ist ein Beispielmod. Naja, da hätte man ein bisschen mehr einfügen können. Wir können ja mal hier, wo sind die da? Den Original nochmal kaufen. Der ist hier. Zum Vergleich. Wo ist der jetzt gekommen? Hier hinten. Also man sieht. Sieht gleich aus, nur dass dieser hier vorne eine Anhängung hat für den Schlepper direkt und der eben für Sattelzug. Sonst ist alles gleich geblieben. So, wie gesagt, man kann den Dolly anhängen. Kann man mal abhängen so. Dann sieht das im Endeffekt so aus. Hier das Stützrad wurde eben verändert und die Reifen wurden verändert, wie man sieht. Aber sonst der Aufbau ist eigentlich gleich geblieben. Hier hat man noch einen Control Panel sozusagen. Also die Idee ist ziemlich gut, gefällt mir. Wie gesagt, ein LKW dazu, dann passt die Sache. Ja, also jetzt habe ich ihn abgehängt. So. Ein Stück weiter nach vor, zack, angehängt. Und schon fahren wir. Man sieht, der bleibt auch schön in der Spur. Auch die Lenkachs lenkt schön mit. Soweit funktioniert alles einwandfrei. Man in den Kurven zieht dann ein bisschen mit, weil die Lenkung wirklich etwas gering ist. Man sieht das hier an den Dolly. Man zieht den Anhänger nur noch, der lenkt nicht wirklich, sondern man zieht ihn wirklich. Das ist ein bisschen zu kleiner Radius zum Fahren, aber es geht noch. Gut, soweit funktioniert alles. Befüllen kann ich ihn jetzt leider nicht, weil ich kein Häckselgut habe. Aber es sollte ja funktionieren, da es ja der Originalanhänger ist. Was mich mehr interessiert ist eben, ob dadurch, dass hier im Shop das nicht richtig angegeben wurde. Da, nach Gerätetypen hat er die Kategorie nicht drin, sonst unter Modsname ist er drin. Wie gesagt, nur durch die Gerätetypen ist er nicht drin. Gut, ein bisschen mehr Beschreibung jetzt auch gemacht. 120.000 kann man gelten lassen. Gut, dann schauen wir uns die Lok an. Die Lok sagt keine Fehler, also macht das nichts aus, ob hier oben eine Kategorie angegeben ist oder nicht. Das ist sehr gut, also ein komplett fehlerfreier Mod, macht Spaß, wie gesagt, ein schöner LKW dazu, dann funktioniert der einwandfrei. Also wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mod und wir sehen uns in der nächsten Mod-Vorstellung. Viel Spaß und ciao Leute, bis dann.